Oh Leute, was geht? Cosmo hier und heute schauen wir uns mal die 5 besten Tipps an, wie man in Solo-Showdown besser wird oder sogar perfekt. Auf jeden Fall 5 effektive Tipps, wie man schnell und einfach richtig gute Rounds zocken kann und mal den ein oder anderen Win holen kann. Viel Spaß! Wir sind jetzt im Hauptmenü. Ich habe ja gerade Bull. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 9, 10 Baller auf 500. Das meiste zocke ich Solo-Showdown. Warum? Weil ich jetzt nicht so die perfekten Teammates immer habe. Freunde sind nicht immer online. Hier scheiß Boxer ist gerade online. Mit dem zocke ich gerne. Aber jetzt zum Beispiel manchmal mit random zocken ist echt unlogisch. Das ist echt fuck. Schauen wir uns mal die Stats an. Guck mal, ich habe 457 Solo-Wins. Und im Vergleich nur 3 versus 3 Siege habe ich jetzt knapp 900. Also, ich zocke wirklich sehr, sehr viel Solo-Showdown. Du, also jetzt nicht wundern, ich campe ein bisschen mehr, weil ich euch erklären soll. So, mal 1. Sei nicht zu aggressiv. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Tipp. Ich campe jetzt einfach, weil ich muss ja euch erzählen. Sei nicht zu aggressiv, weil manchmal überschätzt man sich sehr schnell. Also, dieses andere. Und dann kommt man echt zu schnellen Überlaufungen. Also, sei nicht aggressiv. Aus dem Grund, man verliert öfter 1 versus 1 und dann hat man echt schnell verloren. Also sei nicht zu aggressiv, sei solide und mach einfach das Ding, dein Ding. Hier, guck mal, ein Teammitglied schon tot, keine Ahnung wieso. Guck mal, das war ein perfektes Beispiel dafür. Er war zu aggressiv. Warum geht er da rein? Nummer 2 ist jetzt genau das Gegenteil. Man darf auch nicht zu defensiv sein. Ich bin gerade zu defensiv. Darf man auch nicht sein. Weil so gewinnt man auch keine Runde. Also komplett gar keine Runde. Weil man kriegt ja auch. Man braucht ja auch diese Cubes, ne? Guck mal. Ja, man braucht diese Cubes, um zu gewinnen. Also, wenn man halt wirklich zu defensiv ist, dann ist man halt mit dem letzten Team. Vielleicht wird man Zweiter. Das steht nicht außer Frage. Aber man wird definitiv nicht Erster, wenn man zu defensiv ist. Deswegen seid nicht zu defensiv. Das kann zu. Außerdem macht das ja auch gar keinen Bock so. Also zu defensiv. Hey, Mann. Komm. Ja, danke. Das macht ja auch gar keinen Bock, zu die ganze Zeit im Busch campen. Na gut, Pokale zu grinden, geil. Aber zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist, in meinen Augen, oder ist eigentlich, kenne deinen Brawler, Alter. Also man muss echt seinen Brawler kennen, in Solo-Showdown durchzustarten, weil, wenn man seinen Brawler nicht kennt und einfach irgendwo, guck mal, zum Beispiel, man kennt nicht seinen Brawler und man geht, warte mal, ich brauche ein Beispiel. Man hat Piper, das glaube ich das beste Beispiel. Man hat Piper, man kennt nicht seinen Brawler und man geht auf Nahkampf mit Bull. Also das wäre das Dümmste, was man machen kann im Brawl Stars. Deswegen kennt er einen Brawler. Das wäre jetzt ein Paradebeispiel, also das ist halt nicht, das würde nie vorkommen. Also wer ist so doof und geht mit Piper in Nahkampf mit Bull. Aber dazu muss man halt seinen Brawler kennen, ne? Also, kenne deinen Brawler und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 ist eine perfekte Mischung aus Aggressivität und Defensivität. Ich weiß nicht, Defensivität, keine Ahnung. Aber man darf halt nicht zu aggressiv und nicht zu defensiv sein. Einfach, das ist so, eigentlich so, muss man einfach wissen. Weil, ja, schon die ersten und zwei Punkte, ne? Wenn man beides so beherzigt, dann kann man schon den einen oder anderen Win holen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Nummer 5. Nummer 5 ist, wenn man keine Chance mehr hat, Team einfach. Team ist nicht gut, keine Frage. Team ist auch manchmal scheiße, dagegen helfen auch nicht die Tipps. Also wenn man die Tipps verherzigt und niemand teamt, da helfen die auch nicht. Also Pam ist ein sehr beliebter Gegner. Ich will jetzt keinem raten, dass man teamt, aber wenn man wirklich richtig schnell, also hoch, muss man halt teamen. Ich habe noch nie geteamt, ich will es auch eigentlich nicht machen. Aber man muss einfach teamen, wenn man hoch will. So, das waren jetzt die 5 Tipps. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo da. Wir wollen auf die Top 100, auf die 100 kommen langsam. Ja. Heute Abend auch wieder Stream. Und ich wollte nochmal sagen, diese ganzen Tipps, die ich euch jetzt gesagt habe, helfen nicht, wenn es wirklich Teamer in Solo-Showdown Teams gibt. Weil wenn so 2 Leute geht es noch, also da ist es auch schon schwer anzukämpfen, aber wenn 3 Leute auf einen gehen, oh, Software-Update, es ist echt unmöglich, da lebend rauszukommen. Deswegen beherzigt die Tipps vielleicht ein bisschen. Schaut einfach mal bei einem anderen Video vorbei und wir sehen uns dann heute Abend im Stream.
Obwohl, das ist Video, ich drehe es gleich. Es ist jetzt halb neun, ich werde das Video um 18 Uhr gleich raushauen. Also bei euch ist, glaube ich, der Stream jetzt gleich on. Deswegen, schaut da rein. Heute Brawl Stars. Wir wollen auf die 10 kommen, wie ihr seht, 9300. Und ja, viel Spaß euch noch heute am Tag. Heute ein sonniger Sonntag. Und ich hoffe, euer Sonntag war gut. Bei mir fängt jetzt an. Ja, viel Spaß euch noch. Und wir sehen uns heute gleich beim Stream. Also, ciao.